Kesselwagen rangiert eine blau-orangene GP35. Das ist die Lokomotive der letzten Bauserie mit dem EMD 16567 Motor mit 567 Kubik-Inch je Zylinder Hubraum, die einen schlechten Ruf hat, weil die Elektrik sehr störanfällig ist. Der Motor ist auf 2500 PS Leistung eingestellt, die letzte Ausbaustufe dieses Motors. An der Rangierabteilung hängt eine Jeep 38-3, das ist also eine renovierte Jeep 38. Die Jeep 38 hat einen 16645 Dieselmotor von EMD ohne Turbolader mit 2000 PS Leistung. An den ganzen Weichen, die hier in diesem Teil vom Bahnhof in Nampa in Idaho rumliegen, sind an den Herzstücken, also neben den Herzstücken, keine Radlenker verbaut. Dafür sind an den Herzstücken so besondere Führungsschienen angebaut. Erste Mal hier gesehen. Sowieso eine interessante Gleislage hier. Sieht aus, als ob die Gleise mit so minimal Schotter auf die Erde verlegt worden wären. Hier wird wieder ein bisschen abgestoßen. Der Kühlwagen hat einen Schubs bekommen und läuft jetzt in das Gleis, wo er hin soll. Und gleich rumst.
jeder hat jetzt die vier Wagen getrennt. Das sind zwei Grainhopper, die ersten, zwei Coverhopper, dann ein Bulkhead Flatcar und dann nochmal ein Centerbeam mit Holzlauf. Und dann wieder angestoßen. Der Canadian National Boxcar wird mit einem satten Schmatzer auf die beiden anderen auftreffen. Die vier sind auch noch am Laufen, das Gleis ist schon besetzt, wird also auch einen satten Schmatz geben. Das war's aus Nampa, Oregon von der Boise Valley Railroad.